Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. In der träumenden Stadt ist mal wieder der 3-Wochen-Zyklus hier zum Finale gekommen. Die Verseuchung ist jetzt mal wieder in Woche 3 sozusagen. Und ich werde heute mal wieder eine Mission spielen. Und zwar eine, die ich auch noch nicht als Video gezeigt habe. Und da mein Warlock noch ein paar Pünktchen braucht. Mein Warlock ist 5,99 vom Powerwert her. Wenn ich hier die richtigen Handschuhe anziehe, dann sieht man das auch 5,99. Ich brauche hier noch ein paar Rüstungsteile. Ich glaube, Brust, Handschuhe und Helm, seht ihr hier, da fehlen mir noch die 3 Punkte, um das hier auf 600 zu bringen. Deswegen kann ich mit denen noch ein paar Missionen spielen. Mein Jäger ist ja schon 600, der hier auf 5,99. Und ich werde heute das Dunkle Kloster spielen. Eine Mission hier in der dritten Woche immer. Was gibt's Neues? Die Mission gibt's neu. Das Tor ist offen. Bei mir jetzt. Ich wünschte, ich könnte mit dir gehen. Ja, das sagst du jetzt. Und dann heulst du wieder. So, sprich mit Petra. So, erstmal wieder alle Beutezüge annehmen, die sie so dabei hat in der Woche. Ich könnte theoretisch. Ich dachte mir, dass du das mögen würdest. Ja. Könnte ich auch noch die Aszendenten-Herausforderung mit meinem Warlock machen. So, da haben wir die neue Mission. Die ist gerade erschienen. Müsste heute wieder auch das Dunkle Kloster sein. Und die habe ich noch nicht als Video gezeigt. Deswegen passt das hier ganz gut. Dunkles Kloster. Wir haben seltsame Berichte von den Korsaren erhalten. Ich brauche einen Lagebericht. Wenn ihr selber das DLC spielt, kennt ihr sie sicher schon. Aber da ich sie noch nicht als Video gezeigt habe und ich mit meinem Warlock da noch ein paar Punkte brauche, passt das hier ganz gut als Video. Ich hoffe, ihr habt Bock, mich hier zu begleiten in der Mission. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video auch gefallen sollte, heißt es. Ich fahre da auf jeden Fall jetzt sofort mal hin. Vielleicht habe ich Glück und krieg noch Rüstungsteile mit meinem Warlock. Und da ist auch schon die Dame, die das Ganze startet. Als Waffe habe ich heute mit dabei. Ich werde hauptsächlich, denke ich, mit der Lanze spielen hier. Polaris Lanze, die durch den Scout-Gewehr-Bonus jetzt im PvE echt guten Schaden macht. Leider habe ich den Katalysator noch nicht fertig gelevelt. Das dauert ein bisschen und ja. Aber mit den Feuerschaden ist es schon nicht schlecht. Und ich bleibe dann auch auf Solar mit meinem Warlock, mit dem Brunnen des Lichts. Und da starten wir rein. In das dunkle Kloster. Das ist wie beim letzten Mal. Der Hohn überrennt das Kloster. Ja, sie versuchen einzubrechen. Das Innere wird von Besessenen besetzt. Ich wette, die hassen diesen Fluch genauso sehr wie wir. Hast wohl Mitleid mit den Biestern, was? Irgendwie schon. Ich hatte nie ein Problem mit den Elixni. Der Hohn scheint ihnen nicht unähnlich. Naja, wir schauen uns das Kloster mal an. Dann schauen wir mal. Dicke schwarze Kugeln hier auf jeden Fall. Das ist der Eingang zum Kloster. Dieses Gebäude ist es. Erstmal hier runter. So, wir müssen erstmal den ganzen Eingang räumen, damit sie uns auch reinlassen. Es sind ja auch wieder neue Destiny-Spieler dazugekommen, weil es auf dem PC das Spiel ja gerade mal wieder kostenlos ist. Und daher kann man auch mal wieder so eine Mission zeigen aus Forsaken, weil viele von den Leuten da jetzt neu anfangen. Wir haben noch nie Forsaken gespielt. Aufladung ist ready. Jawohl. Ich damals nicht welche mit einer perfekten Aufladung getötet habe, oder? Und den Flächenschaden? Ich hoffe. Nee, ich glaube, das hätte ich auf den Gelben schießen müssen. Damit er den Roten noch gekillt hätte. Ist das ein Primus-Engramm? Nein, das ist ein normales, ne? Ah, toll. Hallöchen. Okay, ein noch zum Aufladen. Nein. Weil er da mal wieder so ein scheiß Dings hinstellt. Okay. Aber der Schaden von den Scout-Gewehren ist schon echt gut geworden mittlerweile hier. Und da ist, finde ich, dann diese Polaris-Lanze hier echt ein gutes Ding, was um Schaden zu verteilen, gerade auch auf Bossen, gerade auch wegen der Explosion bei 5 perfekten Treffern. Dann hört ihr ja mal dieses Geräusch, dass das Ding ständig nachlädt. Wenn man nicht präzise Treffer macht, kriegst du hier immer noch eine Kugel wieder neu ins Magazin rein.
Das ist schon echt praktisch. Außer der mit dem Schild will dann wieder blocken, wie so ein Weltmeister. So, hier von Eingang müssen sowieso alle tot sein, wenn ich reinkomme. Einer wird? Ne, der hat überlebt. Schade. Können wir hier ein bisschen Nahkampf-Action machen. So, dafür habe ich ja immerhin die Solarhandschuhgranaten mitgenommen. Um ein bisschen Feuer zu zündeln. Ey! Bist du blöd? Hau ab hier! So. Gestern habe ich ja übrigens lange gestreamt. 6 Stunden habe ich Titan gespielt. Und vielen Dank an alle, die gestern eingeschaltet haben beim Livestream. Ich glaube, ich habe den heute auch nochmal online gestellt. Leute, die sich vielleicht nochmal reinschauen wollten. Ich habe den Titan in 6 Stunden von Level 35 auf 50 gespielt. Ein bisschen Erfahrungspunkte noch gesammelt und Ausrüstung gesammelt. Weil das ja mal der dritte Charakter ist, der mir noch fehlt. Den ich noch auf 600 bringen möchte. Weil der Jäger und der Warlock ja sozusagen jetzt so fertig sind. Also Jäger ist ja schon 600. Beim Warlock habt ihr gesehen, braucht er nur noch ein paar Pünktchen. Dann fange ich da jetzt auch an, den Titan zu leveln. So, jetzt sind wir drin im guten, dunklen Kloster hier in der träumenden Stadt. Die Statue sagt, du kommst nicht vorbei. So. Oder er sagt, hallo, das ist der Gruß. Eine Grußstatue. So, Rückzugsort des Herolds. Muss man wieder einen Flammenwerfer hinstellen, ne? Explosive! Noch mehr. Na komm schon, bleibt nach. Noch mehr Explosive. Stellt er hier noch einen Flammenwerfer hin? Was hat denn für eine Reichweite, wie er das Ding platzieren kann? Ja, der steht da hinten. Für Explosive ist das natürlich geil, weil ich gerade die Bombe schön auf den Boss geschossen habe. Der ist mit der Explosion geplatzt und hat dann die Kleinen getötet. Ich hoffe, das zählt für den Katalysator. Ach, hör auf dich zu porten mit deiner Nebelwand da. Oh, noch mehr. Boing. So, immer wenn die Waffe so leuchtet wie jetzt, hat sie halt eine Explosivladung drin, aber die hält halt nicht lange an. Boom! Mann, die Waffe kann man sich echt gewöhnen. Die ist echt cool. So, hier spawnt gleich der erste Boss auf der Seite. Hör auf, mich hier raufzuschubsen aus meinem geilen Brunnen. Ich wollte damit jetzt den Boss schnell wegschnetzeln. Und das war der erste. Schaden ist natürlich enorm, wenn man hier im Brunnen drin steht. Guck mal an, ich mache fast 10.000 Schaden mit einem Schuss, ey. 10.000. Hier kriegst du eine Gerade. Ja, lauf halt wieder weg. Eben wollte er herkommen, jetzt läuft er weg. Granate für den Arsch, ey. Ich glaube, die haben die Reichweite von der Explosion so ein bisschen abgeschwächt. Deswegen ist es im Moment ein wenig härter, die Kills dafür für den Katalysator zu sammeln. So, hier versteckt sich ja auch noch so ein edler Ritter. Ich
Ja, da brennst du ja aber den Arsch weg, ne? Und der zweite ist auch schon down. Das sind halt drei Bosse, die man hier töten muss im dunklen Kloster, um das Ding schon wieder abzuschließen. Aber wir haben noch für einen weiteren Triumpherfolg, falls ihr den Triumpherfolg noch nicht habt, gibt es in so verschiedenen Missionen immer so verschiedene versteckte Ritter. Und das ist einer davon. Die haben dann auch irgendwie so einen, ja, so einen komischen Namen. Das hier ist das Odinom. Muss man nicht machen für die Mission. Aber es gibt halt einen Triumpheintrag. Ich habe den halt schon, aber ich kann den ja mal zeigen, wenn ich schon mal hier bin im Kloster und ihr diesen Typen hier noch nicht getötet habt. Haut ihn halt weg. Nervig, wenn die Ästchen noch hier angeschissen kommen. Wo ist denn jetzt hin? Muss ich wieder porten, ne? Viel zu witzig. So. Müsst ihr aber ein bisschen aufpassen. Der ist nämlich vom Powerwert her auf 580. Also wenn ihr noch nicht 580 seid, dann haut diesen Typen hier nicht unbedingt an. Könnte sonst zum Problem werden. Bonus-Damage verteilen hier. So, nur noch die Hexe oben machen. Ich muss mich immer ein bisschen besser positionieren. Fliege ich mal hier hin. Und bam. Bin zu Hause. Und Granaten-Spam. Muss ich noch nicht mehr auf die schießen? Granaten-Spam reicht. Mir noch einmal selber ein paar Sphären erstellt. Weil die Polaris-Lanze ja fett Meisterwerk ist. Auf die Kniescheiben, in den Kopf. Da kommt noch ein Fackelträger. Ist mit Papa Schluss hier? Wo kommt ihr mal alle her? Ich höre noch jemanden. So, jetzt gehe ich aber rein. So. Sind wir hier in der Außenterrasse des dunklen Klosters, wo der finale Boss schon auf uns wartet in dieser Mission. Mit der Aszendenten-Herausforderung diese Woche muss ich mal gucken, ob ich die noch als Video bringe, als nächstes Video dann. Ich weiß selber noch nicht, welche diese Woche dran ist. Muss ich mal gucken, ob die solo machbar war. Oder eigentlich sind alle solo machbar, aber einige sind halt so anstrengend, dass ich da nicht so viel Bock drauf habe, die solo zu machen. Ich werde mir das mal angucken. So, noch nicht die Granate werfen. Erst gucken, dass die da sind. Nahkampf und jetzt Spam. Bleib stehen. Leider noch wieder keine Super. Hätte ich mal die Super für den nehmen sollen und nicht für die Hexe. Die war ja ein bisschen schnell weg. Ich dachte, ich schaff's vielleicht noch, die Super bis hierhin wieder aufzuladen. Nö. Macht ja auch so ganz gut Schaden hier immer mit der 5er Explosion, die ich dann hab. Oder nachladen muss. Kommt mir aber ganz schön zu nah hier, ey. Bisschen aufräumen muss man das schon. Und gleich doch meine Super fertig. Jawohl, gibst du mal ein Brunnenschwert. Und der ist da down. Gut gemacht. Mal schauen, ob das Ritual anders ist. Das Ritual, ach ja, das kommt ja auch noch. Ich muss ja auch noch in die Anderswelt. In die Aszendentenebene hier. Müssen wir auch noch rein. Das Ritual stoppen und danach noch fliehen. Das ist aber noch nicht die Aszendenten-Herausforderung. Das gehört alles noch mit zum dunklen Kloster.
Bin aber irgendwie bisher noch nie dazu gekommen, das hier nochmal als Video aufzunehmen, aber heute passt das gerade mal. Im Livestream habe ich hier schon oft gespielt. Ein Auferstehungsritual. Aber ich stehe doch schon. Komm, die kann ich auch mit der Granate machen. Nee. Ich krieg die Granatenaufladung nicht, wenn die überleben. So. Jetzt. Nein, der hat überlebt, den Nahkampf. Kacke! Das war nicht so geplant. Ihr habt gesehen, was ich vorhatte eigentlich? Ich wollte... Ich habe die eine runtergeschossen, dann wollte ich sie mit einem Nahkampf töten, um danach die zweite mit Granatenspam zu machen, aber der Nahkampf ging daneben, weil die andere sich davor gestellt hat und so habe ich den Nahkampf auf die gestellt, die noch voll Leben hatte und die ist natürlich nicht gestorben und deswegen habe ich mich in meine Granatenenergie gekriegt. Wenn ein Plan daneben geht, ja, toll. Nein! Ich bin abgerutscht! Hilfe! Fail! Okay, zwei Fails hintereinander. Ja, zwei Tode. Ja, sieht doch voll toll aus auf dem Bild. Das ist alles extra für den Unterhaltungswert des Videos. Und weil der Warlock keinen Doppelsprung hat. Ich glaube, das ist ein Auferstehungsritual. So schnell kann es gehen. Eine normale Granate hätte es auch getan. So, der Kristall ist weg. Jetzt müssen wir aber flüchten, weil die Welt zusammenbricht. Nur nicht runterfallen lassen. Au. Und weg vom Snipe. Flüchte. So. Bin rausgekommen. Wir haben gerade wieder das Ritual unterbrochen. War es anders als beim letzten Mal? Nö. Sah für mich nicht so aus. Schick mir trotzdem den Missionsbericht. Wir senden alles an Rasputin für eine Tiefenanalyse. Bitte ihn Daten aus Querverweisen zu Auferstehungsritualen zu ziehen. Alles zum Grabschiff und Luna. Verstanden. Okay, Gewährung habe ich gekriegt. Eine Waffe. Mein Warlock braucht Rüstung und ich krieg eine Waffe. Ja, schon mal die erste Mission, die mal wieder umsonst war, weil mein Warlock dadurch nicht 600 wird. Ja, ich brauche halt wie gesagt nur noch hier Brust, Handschuhe und Helm. Und der gibt mir wieder ein Scout-Gewehr. Aber mag ja sein, dass da was Gutes drauf ist. Jetzt, wo die Scout-Gewehre wieder verbessert wurden für PvE, sollte man sie nicht unterschätzen. Und Libelle ist immer eine feine Sache, auch fürs PvE. Libelle ist schon mal cool. Aber das hier, erhöhte Präzision und Stabilität sowie Handhabung, wenn man geduckt feuert, bin ich nicht so der Fan von, weil ich stelle mich nicht so geduckt hin im PvE, zum Beispiel gar nicht. Wir können noch ein bisschen mehr Munition reinpacken. Naja, Libelle ist halt gut. Aber hier als zweites hätte ich mir irgendwas anderes gewünscht, irgendwas Cooles. So macht das keinen Sinn, das Ding. Mit geduckt. Finde ich nicht gut. Ja, leider kein Item für meinen Warlock, was mich verbessert. Aber jetzt habt ihr mal die Mission gesehen, das dunkle Kloster. Das Bild ist gerade schwarz, weil er mich wieder rausschmeißt hier. So, da war das Gebäude, das dunkle Kloster. Das war die Mission. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die auch mal zu sehen, wenn ihr noch kein Forsaken-Spieler seid. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Und vielleicht kommt als nächstes Video dann auch noch die Aszendenten-Herausforderung. Ich überlege es mir mal. Ich schaue mir das mal an, welche diese Woche dran ist. Also, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.